Ja, von klein auf war das eigentlich eine klare Sache. Ich bin ja aufgewachsen mit Schildkröten. Mein Vater hat sich schon seit seiner Schulzeit mit Schildkröten beschäftigt. Und schon als Vierjähriger habe ich gewusst, ich werde mal Zoologie studieren, also Biologie studieren. Und das war an und für sich immer klar. Ja, ich habe 2 Jahre lang in Kalifornien ein Privatzoo, ein Schildkrötenzoo geleitet für einen Millionär aus Manhattan. Und im Zuge dessen habe ich dann viele Leute in den USA kennengelernt. Und da gibt es eine hochbedrohte Landschildkröte, die jetzt in der Mojave und in der Sonora-Wüste lebt, die so Gänge baut, um der Kälte und der Hitze der Wüste entkommen zu können. Und da gibt es gewisse Auflagen, wenn man jetzt dieses Land bebauen möchte oder etwas damit tun möchte. Und das Militär hat dort riesige Übungsgelände. Das ist, wo ich arbeite oder wo wir arbeiten, meine Frau genauso. Das ist das größte Übungsgelände der Marines. Und dort leben ungefähr 200 dieser Landschildkröten, Entschuldigung, 2000 dieser Landschildkröten. Und die werden biologisch betreut. Das heißt, da werden 2-mal im Jahr wird da Blut abgenommen, da werden Stresshormone im Blut detektiert, da wird der Gesundheitszustand überprüft. Jetzt wurde das Gebiet erweitert, da haben über 1000 ausgesiedelt werden müssen. Das heißt, wir haben über 1000 mit Hubschraubern ausgeflogen und dort wieder ausgesetzt. Und da hat man die Populationsstrukturen untersuchen müssen. Also das ist meine Haupteinnahmequelle ist, dass ich eben in den USA 3 bis 4 Monate im Jahr bin und für das Militär Schildkröten betreue. Naja, aus einem Hobby hat sich eigentlich ein Beruf ergeben. Also wir waren immer schon von Schildkröten fasziniert. Man muss sich vorstellen, diese Tiere gibt es relativ unverändert seit 220 Millionen Jahren. Also die haben schon vor den Dinosauriern gelebt, mit den Dinosauriern, und die gibt es auch heute noch. Und das sind halt sehr konservative Organismen, die halt mit dieser schnelllebigen Zeit des Menschen schwer zurechtkommen. Und deswegen sind sehr viele Arten, nämlich über 60% vom Aussterben bedroht. Und dieser Sache widmen wir uns jetzt eigentlich vollberuflich, vollzeitlich, und haben dann in diversen Ländern Projekte. Hier werden Tiere, sehr seltene Tiere, gezüchtet, und unser Ziel ist es dann, die dann wieder in ihre Ursprungsländer zurückzubringen und dort auszusetzen, auszulassen. Schildkröten sind wirklich unterschätzte Tiere, sage ich mal. Also der Otto-Normalverbraucher kennt jetzt die griechische Landschildkröte, die jetzt einen Winterschlaf hält und hin und wieder in Salat reinbeißt. Aber es gibt 330, 340 verschiedene Arten, die alle Lebensräume unseres Planeten besiedelt haben, außer dort, wo es zu kalt ist. Und da gibt es ganz außergewöhnliche Spezialisierungsgrade. Außerdem, wenn man eine gewisse Empathie für diese Tiere entwickelt, sieht man auch, dass alle unterschiedlich sind, also auch innerhalb einer Art. Da gibt es schüchterne, aggressive und so weiter, neugierige, ängstliche. Natürlich läuft die ja nicht entgegen wie ein Golden Retriever und wedelt und freut sich jetzt jedes Mal, wenn man mit einem Futternapf kommt. Aber es lassen sich da ganz, ganz interessante Verhaltensweisen ersehen. Auch wenn jetzt da fremde Leute zum Beispiel ins Haus kommen, reagieren die Schildkröten völlig unterschiedlich auf diese Personen. Und meistens Leute, die sympathisch als sympathisch erachte, da kommen die Schildkröten und sind auch sehr neugierig und zeigen sich. Und bei anderen überhaupt nicht. Das ist dann so gut wie unsichtbar in dem Haus. Ich möchte eine Institution errichten, das heißt eine moderne zoologische Anlage. Graz hat jetzt zoologisch nicht sehr viel zu bieten. Da gibt es, glaube ich, wirklich einen Bedarf, und ich werde sehr oft auch darauf angesprochen. Wir werden Gott sei Dank von der lokalen Politik auch unterstützt und versuchen jetzt sehr intensiv endlich einmal diese Anlage erbauen zu können. Und diese ganzen Schildkröten, die hier sind, die sollen dann natürlich dorthin übersiedeln. Eine Institution sollte gegründet werden, wo Studenten auch arbeiten können, wo Seminare abgehalten werden können. Wir haben ja internationale Vernetzungen und wollen da wirklich
also nicht nur eine Schaustellung errichten, sondern auch eine Erhaltungszucht. Und das halt aber auch in Kombination. Ich habe eine Schildkröte erstmals in der Natur entdeckt, die nur aus einem künstlichen Tempelteich bekannt war. Und mit dieser, sagen wir mal, Entdeckung bin ich dann eigentlich in der Fachwelt mehr oder minder bekannt worden. Das habe ich auch zum Thema meiner Dissertation dann gemacht und mit einer Publikation. Sonst würde ich sagen, habe ich mit einer Schildkröte zu arbeiten begonnen. Das ist diese Patagua-Flussschildkröte. Damals waren der Wissenschaft nur 7 Exemplare bekannt und heute sind wir bei über 500. Also wenn ich nichts Sinnvolles bis dato in meinem Leben gemacht habe, kann ich zumindest behaupten, dass ich diese eine Art bis heute vom Aussterben bewahrt habe. Und das auch weiter betreibe mit natürlich Zoo Schönbrunn und anderen Unterstützungen.